Hier ist der Dukaskopfer Wirtschaftskalender für Dienstag, den 13. Februar. Mal sehen, welche Nachrichten die Devisenmärkte erschüttern können. Der Schweizer Erzeugerpreisindex für Januar erscheint um 7:45. Im zweiten Halbjahr 2017 wurden 5 monatliche Zusammen in Folge verzeichnet. Um 9.30 Uhr beginnt der Datenstrom aus Großbritannien. Einschließlich des Verbraucherpreisindexes für Januar. Der VPI ging im Dezember etwas zurück und auch diesmal dürfte er auf 2,9% fallen. Gleichzeitig wird der Erzeugerpreisindex für Januar erscheinen. Im Dezember stiegen die Inputpreise mit 0,1% langsamer als erwartet, aber dies war der 5. monatliche Anstieg in Folge. Der Hauspreisindex für Dezember wird ebenso um 9.30 Uhr vorliegen. Im November stiegen die Preise um mehr als 5%, aber das Wachstum verzögerte sich gegenüber den 5,4% vom Oktober. Um 11.30 Uhr folgt der australische Westpac Verbrauchersentimentindex für Februar. Die Stimmung verbesserte sich im Januar um 1,8% auf 105,1 und erreichte damit ein 4-Jahres-Hoch. Vorläufige japanische BIP-Daten für das 4. Quartal werden um 10 vor Mitternacht erscheinen und können den Yen erschüttern. Die Wirtschaft expandierte im 1. Quartal in einem nach oben revidierten Tempo von 0,6%, was der nach unten revidierten Kennzahl vom 2. Quartal entspricht. Und die neuseeländischen Inflationserwartungen schließen um 2 Uhr laut jüngster Publikationsübersicht das erwartete Preiswachstum auf 2% verzögert haben. Ich bin Jessica Walker und dies war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Am Mittwoch werden die US-VBI und Umsatzdaten aktualisiert. Bleiben Sie dran. Bye.